Miteinander reden ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Der Mensch ist meine Hoffnung. Hallo, mit dem Bus der Zukunft sind wir in Frankfurt unterwegs. Tag 1 unserer 5-tägigen Tour, heute auf dem Rossmarkt. Und wir möchten zusammen mit dem Jüdischen Museum Zukunftsfragen nachgehen. Und heute gehen wir der Frage nach, was gibt dir eigentlich Hoffnung? Das, was mir Hoffnung macht, sind Menschen, die mutig sind und Dinge hinterfragen, Fragen stellen. Oder das, was halt auch mit dem Museum bewirkt wird, ist ja Begegnungen schaffen und ins Gespräch miteinander zu gehen auch. Hoffnung gibt mir die Musik oder das Musikmachen, weil es völlig egal ist, wo du herkommst, wie du aussiehst. In dem Moment, wo du mit Menschen Musik machst, zählt nur die Musik und Raum und Zeit gehen vergessen. Und irgendwie ist das für mich ein Gefühl von Hoffnung auch. Hoffnung bereitet mir ehrlich gesagt die Jugend, weil ich finde diese Aktion Friday for Future wunderbar. Ich glaube, dass die Jugend es immer geschafft hat, einer Gesellschaft neuen Auftrieb zu geben und gute Wege nach vorne zu finden. Das gibt mir Hoffnung. Meine Frage ist, was kommt? Also ich habe Angst für junge Leute. Also vor allem das betrifft mir persönlich, weil das mal, ich habe so einen Sohn in dem Alter, der steht von der Ausbildung. Ich freue mich auch auf die Zukunft, weil ich das Gefühl habe, wir haben eigentlich viele gute Voraussetzungen, um eine gute Zukunft zu haben. Ich versuche auf meine Art was zu machen, ich gehe demonstrieren, ich versuche aufzustehen, wenn ich sehe, dass jemanden, weiß ich nicht, rechts anpöbelt oder seine Maske nicht trägt oder was auch immer, ich weiß nicht. Ich versuche zumindest nicht, meinen Mund zu halten. Ja, ich habe Hoffnung und zwar habe ich Hoffnung, deswegen, weil es immer wieder einzelne Personen gibt, aber auch Bewegungen, die sich sozial verhalten. Und da es in jeder Generation vorkommt, habe ich immer Hoffnung, dass es auch noch lange Generationen so weitergehen wird. Irgendwie ist es ein bisschen ernüchternd, aber Hoffnung ist am Ende auch nur eine Idee. Ist auch nur eine Einbildung von Menschen. Und ja, was sind wir schon, außer Geschichten und Ideen? Also Hoffnung gibt mir zum Beispiel sowas wie hier unsere Zusammenarbeit. Denn es geht zentral um die Frage, wie wollen wir zusammenleben? Und diese Frage und dieses Zusammenleben wollen wir gestalten mit unserer Museumsarbeit. Ja, das war unser erster Tag im Bus der Zukunft. Wir waren heute auf dem Rossmarkt und voll vielen Menschen gibt zum Beispiel euer Engagement Hoffnung, wenn ihr euch zum Beispiel bei Fridays for Future engagiert und auch sehr persönliche Dinge, wie zum Beispiel Musik machen. Ich gehe auf jeden Fall schlafen und es wirbelt in meinem Kopf und es waren sehr inspirierende Antworten und wir laden euch auch weiterhin dazu ein, mit uns auf Tour zu gehen, morgen im Südbahnhof und da gehen wir der Frage nach, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben?